Es hat schon ein bisschen vorher angefangen, dass wir überlegt haben, wie kann man schlanker produzieren, schlicht und ergreifend. Und da kam, das kommt übrigens aus dem Studio Franken in Nürnberg, die Idee auf des VJs, des Videojournalisten quasi. Ein Journalist, der selber dreht und auch am Schluss selber schneidet. Also im Extremfall tatsächlich ohne technisches Personal einen Beitrag zustande bringt. Das ist zeitaufwendig für den Journalisten, aber spart in der Tat Personal. Auch war da die Überlegung zu sagen, da komme ich näher an manche Leute ran. Ich komme nicht mit einem großen Team, sondern es ist intimer, wenn da eine Person da ist und das alles alleine macht. Aber inzwischen muss man ganz offen zugeben, es ist natürlich auch ein Sparprogramm, um Personal einzusparen. Nicht unbedingt getrieben wegen Online-Journalismus, auch weil junge Leute damals gesagt haben, wir probieren das jetzt mal. Das muss doch mit einer kleineren Kamera gehen als mit dieser großen EB-Kamera. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Naja, das fing schon in den Anfang 2000er, also 2006, 7, 8, fing das an im Studio Franken, dass die ersten VJs sich auf den Weg gemacht haben. Inzwischen gibt es hier in München jede Menge, die so arbeiten. Wir haben uns Anfang der 2010, 11, 12 Jahre überlegt, wie müssen wir uns zukunftssicher aufstellen? Wird es immer bleiben? Die einen hören Radio, die anderen schauen Fernsehen und die Dritten sind irgendwo im Internet unterwegs. Das war so die Überlegung. Und dann kam dazu, und daher kommt das Wort trimedial, wir stellen uns nach Inhalten auf und überlegen dann, geht es ins Radio, geht es ins Fernsehen oder geht es in die Online-Welt? Auf eine eigene Webseite, auf Webseiten anderer Anbieter. Und deswegen müssen Journalisten und auch technisches Personal, wenn es optimal läuft, alle drei Ausspielwege, wenn man es mal so nennt, Online, Fernsehen, Hörfunk, bedienen können. Das war die Überlegung, die dahinter stand und deswegen müssen wir die Leute entsprechend ausbilden, sowohl die Journalisten als auch das technische Personal. Die Journalisten heißen weiter Journalisten. Bei der Technik nennen wir es inzwischen Mediengestalter. Also nicht mehr Kameramann oder Kamerafrau, sondern Mediengestalter, die in der medialen Welt diese Techniken, die wir da brauchen, bedienen können. Ja, also alles andere wäre gelogen. Allerdings gibt es immer noch Unterschiede für höherwertige Produktionen, Spielfilme, was wir ja auch machen. Ich nenne jetzt einfach nur ein Format, das jeder kennt, Tatort. Das werden wir nicht mit einer kleinen Panasonic-Kamera oder gar mit einem Smartphone drehen, sondern da wird ganz anders gearbeitet. Aber speziell im aktuellen Bereich sind wir schon nah dran zu sagen, das kann überwiegend von Videojournalisten gestaltet und von Mediengestaltern dann auch technisch umgesetzt werden. Radio, Fernsehen, online. Okay. Ja. Und online jetzt inzwischen auch anders, als wir es am Anfang gemacht haben. Online war doch, da gab es einen in der Redaktion, der hat den fertigen Beitrag, egal ob Radio oder Fernsehen, online gestellt, auf die eigene BR.de-Seite. Da sind wir schon längst weg, weil wir wissen, online funktioniert anders. Das heißt nicht einfach 1:1, was ich... Die alte Überlegung war, was ich im Radio jetzt verpasst habe zu hören, weil ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, kann ich mir dann zu Hause auch später anhören oder den Film, den ich abends, ach, um 11 Uhr will ich ihn nicht mehr sehen, schaue ich mir am nächsten Abend um 7 Uhr an oder wann auch immer. Das ist nicht mehr das Hauptthema. Das bieten wir auch an den Mediatheken und Audiotheken. Aber das Hauptthema ist, wie produziere ich Beiträge mediengerecht, auch für die Online-Welt. Und da will ich jetzt gar keinen Namen nennen, weil wir alle wissen, die Plattformen sind kommerziell, auf denen wir auch unterwegs sein müssen, um das Publikum zu erreichen. Aber da muss man anders produzieren, als man für Radio oder Fernsehen produziert. Am besten ein konkretes Beispiel. Wir haben seit einem Dreivierteljahr eine News-WG. Das sind Volontärinnen und Volontäre, die tatsächlich auch zeitweilig zumindest in einer WG leben und da Themen für Leute bearbeiten, die Instagram nutzen. Das sind junge Nutzer, die sind unter 25 Jahre im Zweifelfall, die erreichen wir mit unseren klassischen Angeboten nicht mehr. Und solche Dinge zu machen und dann da das zu produzieren und zum Beispiel Themen wie die Europawahl in einer jungen Sprache, ohne deswegen oberflächlich zu werden, zu erklären und an ein junges Publikum zu bringen. Das ist zum Beispiel so ein Ansatz oder ein zweiter Ansatz war, wir haben über WhatsApp Ich Eisner ein Projekt gemacht, das die Revolution in Bayern
aus der Person von Kurt Eisner gespiegelt hat. Der hat quasi mit den WhatsApp-Nutzern gesprochen. Das wurde in Schulen genutzt, wo Lehrer gesagt haben, toll, da kommen wir anders mit jungen Leuten ins Gespräch. War begleitet von historischen Instituten, also da wurde kein Unsinn gemacht. Aber es war einfach viel näher dran an der Lebenswelt von jungen Leuten, als wenn wir sagen, am 23. Mai gibt es um 17.30 Uhr ein Feature über Kurt Eisner in Bayern 2, einem wunderbaren Programm. Aber Bayern 2 Leute haben das für eine andere Kundschaft gemacht. Ich würde nicht widersprechen, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich war das in der alten Welt wunderbar und ich bin ja alt genug, um die auch noch zu kennen, dass man eine Kollegin, meistens waren es Frauen, die Katha auch im Ton, im Hörfunk waren es meistens Frauen, die dann das R rausgeschnitten haben, so dass man es nicht hört. Natürlich habe ich, als ich Korrespondent war, auch schon eine Weile her, selber alle Beiträge geschnitten. Aber längere Feature habe ich immer begleitet von technischem Personal, von Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und die waren dann auch besser anzuhören. Genauso wie es oft besser ist, wenn ein Sprecher bestimmte Dinge spricht und nicht unbedingt der Autor. Ist authentisch, die meisten im Radio können es gut, aber für eine längere Geschichte, ob man es dann so gut spricht wie ein professioneller Sprecher, ist immer die spannende Frage. Also unser Bestreben ist, inhaltlich im Anspruch keineswegs runterzugehen. Das, was wir bieten, muss inhaltlich stimmen, muss erstklassig sein. In der technischen Qualität sollte es möglichst gut sein, aber manchmal, wenn es schnell gehen muss, wird dann das Bild vielleicht sogar ein bisschen wackeln. Wobei ich sage, das Schnellgehen und die schnelle Nachricht, da können wir ja mit den Freunden von Twitter und ähnlichen Nachrichtendiensten gar nicht mithalten. Weil da ist immer einer in der Nähe des Unfalls, der, bevor der Reporter dann dort ist, das in die Welt bläst. Was wir können und können müssen, ist erklären, einordnen, Hintergründe, Zusammenhänge herstellen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was öffentlich-rechtliche Anbieter bieten müssen. Ich sage ganz ehrlich, ja, wir sollten möglichst schnell sein, besonders natürlich bei Ereignissen in Bayern. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, da wird es jemand anderes vor uns wissen. Wenn es in Bayern passiert, sollten wir es zumindest sehr schnell wissen und verbreiten, aber noch schneller und intensiver das Ganze einordnen und erklären können. Also die Gefahr besteht, wäre Blödsinn, wenn ich da widerspreche, aber wir sagen ja immer noch zwei Quellen oder der eigene Korrespondent. Das gilt immer noch bei uns. Also wenn es nicht eine zweite Quelle bestätigt oder natürlich, weil der eigene Korrespondent für uns so wichtig ist und natürlich auch unser Vertrauen genießt, dann dauert es eben, das sage ich ganz offen, eine Minute länger im Öffentlich-Rechtlichen. Das muss man aushalten. Ist schwierig in diesen Zeiten, denn es ist ja nicht nur eine professionelle Diskussion, sondern heißt es ja gleich Lügenpresse, ihr verbergt da irgendwelche Nachrichten. Aber da muss man dann ganz ehrlich sagen und das auch aushalten, wir recherchieren die Nachrichten. Das ist uns übrigens auch vom Verfassungsgericht so bestätigt worden, dass wir ein Gegengewicht bilden sollen und dann dauert es halt mal zwei Minuten länger. Also bei Nachrichten sind wir und sollten wir, das ist jetzt meine Meinung, sind wir und sollten wir auch bleiben, relativ konservativ. Relativ konservativ heißt, ich nannte ein Beispiel schon, zwei Quellen müssen wir haben, bevor wir mit etwas auf den Markt gehen. Und das andere ist, dass wir sehr darauf achten, Nachricht und Kommentar zu trennen. Das soll nicht vermischt werden. Es gibt in der Kultur ein Feuilleton, wenn etwas besprochen wird, gibt es ja bei uns im Radio auch. Das ist natürlich, ich berichte zum einen über die Eröffnung der Bayreuther Festspiele, zum anderen will der geneigte Leser oder Hörer oder Zuschauer auch wissen, wie war es denn? Und dann kommt natürlich die kommentierende Einschätzung, ob es gut oder schlecht war. Aber was Nachrichten angeht, sind wir relativ konservativ. Die sollen Nachrichten sein, sagen, was passiert ist und das Einordnen soll davon getrennt stattfinden. Ich glaube, eine pauschale Antwort ist wirklich schwer, weil man nicht sagen kann, wie ich es für Facebook mache, ist genauso, wie ich es für BRDE mache. Man hatte auch die langen Strecken, also große Formate, auch Texte, kann ich im Internet länger machen, als ich es vielleicht in den Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mache, weil die sind nach 3 bis 5 Minuten rum und da ist alles relativ kurz. Ich kann da schon auch längere Strecken bieten und ich nannte vorhin einmal WhatsApp, wo wir das eine Projekt gemacht haben und dann Instagram. Das sind ganz unterschiedliche Anmutungen, sind unterschiedliche Zielgruppen, da muss man sich drauf einstellen. Deswegen zögere ich sehr zu sagen, fürs Internet muss man
so schreiben oder anders schreiben. Schreiben ist ja gar nicht das Hauptthema, sondern wie bebildere ich das, wie ist insgesamt die Anmutung. Ich glaube, da haben wir viel gelernt, vor allen Dingen auch von den jungen Leuten, die bei uns bei PULS arbeiten. Das ist das junge Programm, wo das Radioprogramm im Grunde nicht mehr so wichtig ist, aber die extrem erfolgreich sind mit seriösen Angeboten. Die Frage, wo sie wichtigen Themen nachgehen, das schaffst du nie, wo es manchmal lustige und eher spaßige Herausforderungen gibt, aber auch sehr, sehr ernsthafte. Oder auch der Aufklärungspodcast im Namen der Hose. Also die sind da sehr, sehr erfolgreich, weil sie wissen, wie die verschiedenen Ausspielwege, das sind andere Plattformen, sind im Wesentlichen gar nicht unsere, funktionieren. Sagen wir mal so, wir leiden da nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Also Audio, der BR, Hörfunk feiert 70 Jahre im Jahr 2019. Fernsehen ist auch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Wir können das. Was aus der Zeit gefallen ist, ist die Diskussion, ob wir auf unseren Webseiten presseähnlich sind. Die Trennung kann man nicht mehr machen. Uns wird im Grunde ja untersagt, wir müssen ganz viel Video und Audio auf unsere Webseiten nehmen, damit die Verlage nicht, um Gottes Willen, irgendwelche, die machen aber genau dasselbe, dann müsste man den Verlagen sagen, ihr macht doch da öffentlich-rechtliches Angebot, geht nicht. Also ich finde, die Trennung sollte man aufheben. Jeder muss schauen, dass er auf den Ausspielwegen, die er beherrscht, erfolgreich ist. Ich glaube, wir sind noch relativ erfolgreich. Mit den Radioprogrammen erreichen wir linear 50% der Bevölkerung, mit dem Fernsehen, BR-Fernsehen 20% und online sind wir allerdings erst bei Umara knapp 10%. Und da sich die Welt dahin bewegt, müssen wir da einfach noch erfolgreicher werden. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn die Süddeutsche einen Podcast macht, müssen wir schauen, dass wir einen besseren machen. Ja. Also ist ja die Grundannahme, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Beim Fernsehen ist es jetzt schon deutlicher zu sehen, wenn man auf die jüngere Zielgruppe schaut. Die älteren Menschen, die sind es gewohnt, die sitzen vorm Fernseher und sagen, 20 Uhr, Tagesschau, dann weiß ich in einer Viertelstunde, was los ist. Das machen jüngere Menschen nicht mehr. Also da ist es im Fernsehen schon viel deutlicher zu spüren, dass sich jüngere Menschen eben über Streamingdienste, auf welchen Geräten auch immer, informieren oder unterhalten lassen. Beim Radio ist die Abnahme in der Gesamtbevölkerung, der Rückgang der Reichweite noch relativ gering, aber bei den 14- bis 29-Jährigen auch deutlicher spürbar. Ich glaube, das kommt zeitversetzt, weil Radio ist halt so einfach, das wird noch länger so bleiben, dass man es einfach nebenbei nutzt. Aber auch da wird der Abriss irgendwann kommen. Deswegen investieren wir ja einen Teil unseres Geldes, das wir vom Beitragszahler kriegen, auch in Online-Angebote, um den Anschluss nicht zu verlieren, damit junge Leute auch wissen, da gibt es was Öffentlich-Rechtliches. Und sage immer, dieser Stempel BR, öffentlich-rechtlich, steht für Qualität. Und das müssen wir den Leuten bieten, die auch unsere klassischen Angebote, Radio und Fernsehen, nicht nutzen. Weil sonst fragt die Bevölkerung irgendwann, wofür zahle ich meinen Beitrag? Ich schaue doch nichts, ich höre doch nichts. Dann sage ich, ja, aber doch, du nutzt uns ja im Internet.